Begrüßen Sie bitte als Höhepunkt der Eröffnungsfeier die Vertreter der einzelnen Nationen. Mit einem warmen Applaus den Rektor der Universität Regensburg, Professor Thomas Strothotte. Highlights in Ihrer Muttersprache, in Englisch, was hat es damit auf sich? Unsere Glanzlichter sind Punkte, auf denen wir sehr, sehr stolz sind als Universität. Wir werden sie heute Abend sehen und werden sie genießen können. Aus verschiedenen Kategorien gibt es jeweils 6 Vertreter. Film ab. Kunst und Kultur, das Theater an der Universität. Theater, Theater, der Vorhang geht auf. Der Regensburger Campus beherbergt die größte Bühne für Studierende an einer deutschen Universität. Wissenschaft. Institut für Geschichte. Das Gladiatorenprojekt. Regensburger Studenten stapfen gemeinsam mit ihrem Dozenten Dr. Josef Löffel fast 600 Kilometer die Donau entlang in voller Römermontur. Mit solchen Experimenten überprüft der Historiker Dr. Löffel geschichtliche Überlieferungen auf ihren Wahrheitsgehalt. Kunst und Kultur, das Universitäts-Jazz-Orchester. Die Universität Regensburg hat als einzige deutsche Hochschule einen hauptamtlichen Jazzdirektor. Christian Sommerer ist Jazzmusiker, Big Band-Leader und Bassposaunist. Wissenschaft. Fakultät für Medizin. Fast ein Drittel seines Lebens verbringt der Mensch mit Schlaf. Dr. Arzt verbringt noch einen weiteren Teil seines Lebens mit Schlaf, indem er den Schlaf medizinisch untersucht. Und das mit großem Erfolg. Für seine wegweisende Forschung erhielt er in New Orleans den international renommierten New Investigator Award. Kunst und Kultur, das Symphonieorchester der Universität Regensburg. Das Symphonieorchester der Universität Regensburg besteht seit 1968 und zählt heute über 100 Mitglieder. Universitätsmusikdirektor ist Graham Buckland. Er studierte in Cambridge und London und war 20 Jahre als Opernkapellmeister national und international tätig. Wissenschaft, Fakultät für Medizin. This time for Africa. Das Universitätsklinikum wurde von der FIFA ins FIFA Medical Network aufgenommen. Zu verdanken ist dies unter anderem 2 hochkarätigen Spezialisten ihrer Zunft. Der eine ist Professor Dr. Peter Angele, Leiter des Labors für experimentelle Unfallchirurgie. Der andere ist Mitarbeiter der medizinischen Fakultät, Klaus Eder. This time for Africa. Er ist Physiotherapeut und seit 1988 im medizinischen Stab der deutschen Fußballnationalmannschaft. Er hat einen engen Terminplan, aber für uns hat er sich Zeit genommen. Der Beckenbauer der Physiotherapeuten, Klaus Eder. Wir uns 50, 74, 90, 2010, ja, so stimmen wir alle ein. Klaus, so viele Titel wie du haben, glaube ich, ganz wenige gewonnen. Wie fühlt man sich als Welt- und Europameister? Natürlich, wenn man Teil der Mannschaft ist und des Betreuerstabs von der Fußballnationalmannschaft. Und es waren natürlich absolute Highlights 1990 und 1996. Und wenn man auch nur ein Mosaiksteinchen ist von diesem Erfolgsbild, dann ist man trotzdem froh und stolz, dass man dabei sein durfte und dass man einen kleinen Beitrag zu diesem Erfolg beisteuern konnte. Herr Professor Strothotte, wie sieht es bei Ihnen aus mit dem Sport? Wie ist die Affinität zum Fußball? Ja, ich höre hier mit Interesse zu. Als Kanadier liegt mir natürlich das Eishockey wesentlich näher am Herzen. Aber ich bin jetzt schon seit 25 Jahren in Deutschland und man kann sich dem Fußball nicht mehr entziehen hier. Also sind aber nach wie vor Wayne Gretzky näher als Schweinsteiger? Ach, Schweini wächst mir immer näher ans Herzen. Okay. Kunst und Kultur, das Sportzentrum. Einer der bekanntesten Trainer des Sportzentrums ist Thomas Dietz.
Er ist Inhaber zahlreicher Weltrekorde im Jonglieren. Wissenschaft. Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Muss man wirklich weise sein, um wirtschaftsweiser zu werden? Begrüßen Sie mit mir Professor Wolfgang Wiegard. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Mehr Bruttosozialprodukt, das habe ich im Wirtschaftsleistungskurs gelernt. Es heißt Bruttoinlandsprodukt. So ist das. Warum steigern wir das oder wie viel steigern wir es? Oh, dieses Jahr läuft das sehr gut in Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt nimmt dieses Jahr gegenüber dem Vorjahr um 3,7% zu. Herr Professor Strohsotte, mit dem Sport, da haben Sie was am Hut. Wie sieht es aus mit dem Thema Wirtschaft? Also 3,7 scheint irgendwie die Zahl des Jahres zu sein, 3,7% Wirtschaftswachstum und 3,7 Millionen Euro will die Staatsregierung uns nächstes Jahr wegnehmen. Dafür werden wir am Mittwoch auf die Straße gehen und dagegen demonstrieren, damit wir diese Mittel wieder bekommen, damit wir den doppelten Abiturgang nächstes Jahr richtig gut über die Bühne kriegen. Professor Wiegert, Sie sind dieses Jahr letztmalig im Club der Weisen gewesen sozusagen, das hat auch einen Grund. Sie widmen sich nämlich jetzt voll und ganz der Musik. Die Band steht, meine Damen und Herren, hier sind die Tokyo Hotel der Akademiker. Hier sind Wise Noise. Die Traumfabrik. Die Traumfabrik wurde 1980 an der Universität Regensburg gegründet. Sie ist ein international agierendes Kunst- und Kulturprojekt. Die Traumfabrik war im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland der offizielle Kulturbeitrag Deutschlands bei der Weltausstellung 1992 in Sevilla. Seit 1982 ist die Traumfabrik ein privates Unternehmen. Geisterstunde von der Traumfabrik. Wissenschaft, Fakultät für Rechtswissenschaft. An der Juristischen Fakultät der Universität Regensburg lehrte und lehrt Professor Dr. Steiner. Udo Steiner war 12 Jahre Richter des Bundesverfassungsgerichts. Kunst und Kultur, Karl Orff. Karl Orff war Komponist und Musikpädagoge. Sein bekanntestes Werk ist Carmina Burana. Es ist eines der populärsten Chorwerke des 20. Jahrhunderts. Karl Orff wurde 1975 in einem großen Festakt zum Ehrenmitglied der Universität Regensburg ernannt.
Und nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Nummer 1 der Universität Regensburg. Wissenschaft, Fakultät für katholische Theologie. Wir sind da, und kommen jetzt alle in den Himmel. Brüder und Schwestern, dass die Glocken wimmeln. Heiliger Wimmer, wird das ein Spaß. Und die Engel, die regiert jetzt, James Lars. Sonntag 10 Uhr, schreib's in dein Filofax. Die Message kommt bayerisch, damit du die Messe checkst. Wir sind Papst und kommen jetzt alle in den Himmel. Brüder und Schwestern, lass die Glocken wimmeln. Heiliger Wimmer, wird das ein Spaß. Jetzt fehlt nur noch der WM-Titel und das war's. Papst Benedikt der 16. ist bis heute Honorarprofessor an der Universität Regensburg. Bei seinem Deutschlandbesuch 2006 hielt er seine legendäre Rede hier im Audimax. In einem Schreiben an den Rektor der Universität erbittet Papst Benedikt der 16. allen Studentinnen und Studenten für das neue Studienjahr Gottes reichen Segen. Es ist also fast wie in der Kirche. Am Ende gibt es den Segen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, das war die Semestereröffnungsfeier hier an der Universität in Regensburg. Ihre Gastgeber waren Martin Gottschalk und der Rektor der Universität Regensburg, Professor Dr. Thomas Strothotte.